haben auch nur einmal im LKW gesehen. Warte, die Kamera. Das sah fast schon gut aus. Hate. Wer möchte sich da denn mal gerne draufsetzen? Endlich. Ich finde das so cool, dass das Teil mit dran ist. Und der funktioniert sogar noch, das wissen wir. Das ist krass. Geil. Oh, ja. Oh Gott, die Geräusche sind ja auch eklig. Mann, ich setze wieder mal drauf. Ich hab da auch noch nicht in Action gesehen. Ich finde das gerade auch sehr faszinierend. Warum geht der so hoch? Die großen Zahnärzte. Ja. Denkt man, da oben ist ein Dach. Wie unangenehm kann man es für den Patienten machen, die Position? Ich finde das schon sehr unangenehm. Aber hier sind ja noch mehr Schalter. Da machen wir das mal. Freut mich. Ist doch schön mit dem Nebel. Ja, Special Effects. Das ist meine Aufgabe hier. Okay, das war anscheinend der Reset. Das ist eigentlich eine recht spontane Idee gewesen, das mit sowas zu machen, weil wir über eine Schulkollegin von dir die Möglichkeit hatten, recht viele Friseurmöbel umsonst zu kriegen. Oh cool. Und dann haben wir halt einfach gesagt, jo, dann machen wir das daraus. Das mal hier reinlegen. Ja. Ja, aber ein bisschen. Dann kann man das hier noch abschrauben. Perfekt. Wenn es irgendwo gleich qualmen sollte, sag mir mal Bescheid, ne? Ja. Strom ist erstmal ein, drin. Das ist die Frage, wo man das... Wo ist die Steuerung, genau. Das sieht man auch aus. Ja, das ist das Blech, was gerade. Okay, dann geh weg. Mit dem Finger. Das macht das Kabel Finger, auf, Füße und sonstiges. Das sind die scheiß Bleche, ne? Entschuldigung, Gott. Ja, wir haben mal geguckt, hier geht ja ein Kabel raus, aber wir haben keine Steuerung dafür gefunden. Ja, aber haben wir nicht gefunden, deswegen... Dann wird ja auch nicht mehr da sein. Wahrscheinlich. Haben sie schon abgekriegt. Ja. Die waren schneller, Opa. Ist ja alles gut, wir haben es ja... Ja, aber dann müssen wir den halt so verwenden, ist ja nicht schlimm. Ja. Die Platte bleibt wahrscheinlich dran, dass wir dann... Nee, das Ganze... Nee, wir denken da einfach drüber nach, ob wir da einfach eine Platte draufschrauben. Genau. Das ist nur eine Minute angespart, das kann man aber rausdrehen. Theoretisch kann man das abnehmen. Wir haben hier noch die Verkleidungsteile für das Blech. Ist ja noch angeschlossen, der Kompressor? Ich weiß, also wir haben auf jeden Fall ein Stromkabel. Man hört aber nicht, wenn man es einsteckt. Und eine Steuerung haben wir auch nicht gefunden. Oder einen Schalter. Ja, ich kann mir das schon gut vorstellen, so für den Patienten. Ja. Das ist hier so. Dann würde ich halt wirklich hier so eine Platte drauf machen. Vielleicht eine Halterung für die Kappe, für die Schläuche. Mhm. Damit du dann quasi hier die Dings hast. Dann gehen die Schläuche hier hinten in eine Halterung rein und führen dann zur Maschine. Ich denke, so wie wenn du hinten nur die Frage, ob man die ganze Mechanik da unten, das Gewicht wegnimmt. Wenn man jetzt aber das ist aber nur so meine Sicht darauf. Wenn man jetzt die Bleche ab hat, die ja relativ sauber aussehen, dann sieht das alles wieder schon so creepy wieder aus, weil es alles kaputt ist und dreckig und unsteril. Ich würde das auf jeden Fall mal machen mit dem Abschrauben. Ja. Allein auch, um die ganzen Elektronik-Sachen rauszunehmen. Wie gesagt, das Gewicht brauchen wir nicht. Also ihr nehmt den jetzt einmal komplett auseinander? Wir haben jetzt gerade nur die Seitenteile einmal abgenommen, um zu gucken, ob wir welchen Stil wir jetzt benutzen. Dieses saubere mit dem Blech oder lieber so ein bisschen makeshiftiger. Also als ob der es quasi aus Schrott zusammengebaut hätte. Aber auch um uns Gewicht zu sparen, nehmen wir halt gleich die Elektronik da unten raus, die ganzen Zylinder. Wenn es möglich ist, dann müssen wir uns nicht so abrackern, um das Ding von A nach B zu packen. Und danach kommen dann noch eine Holzplatte unten drunter,
damit man auch irgendwie mit der Sackkarre oder so den transportieren könnte. Na gut, dass gerade Winter da ist. Das ist der gute Trick 17. Ja, das Maze wird zusammengehalten von Gaffertape, Kabelbinder, Luft und Liebe. Und ein bisschen Wandfarbe. Ja, und Glaube. Und Glaube. Ja, ja, das ist vor allen Dingen. Und dann im Trockner. Und dann habe ich es erst gehört, dass da irgendwas knallt. Ja. Und ist nichts passiert mit der Maschine? Ja, ein paar Macken sind schon im Trockner. Aber ist immer leider zu spät, wenn man es dann hört. Da muss man leider abwarten, bis die Maschine fertig ist. Das? Ich bin ja nicht auf die Idee gekommen, dass da einer so einen Seitenschneider mit drin hat. Ne? Also Seitenschneider ist schon. Mhm. Das haben wir dann bei mir. Der war ja schön offen, ne? Ach so, ja, stimmt, stimmt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nein, ihr habt alle recht. Du Vercheckter, Verchecker. Highlight. Ihr seid schlau, ich bin doof. Das hast du gesagt. Aber wir bestätigen dich gerne. Die zwei, ja, ne? Ja. Ja. Ich würde es so machen. Ja, willst du das nächstes Jahr das Ganze aufbauen hier? Mhm. Will ich jetzt nicht vor die Kamera rauchen. Zu spät. Guck mal, im Winter, so wie das aufgebaut ist, könnte man im Winter mit Schlitten fahren. Hatte ich auch gerade. Nero dran spannen und los. Ey, das, also, ja, theoretisch. Musst du nur noch so ein paar Kufen drunter setzen und dann geht das ab. Viel Spaß. Wie immer. Ich glaube, genau dazwischen. Brettern. Genau zwischen den Brettern. Oh ja, danke. Ja, 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 so, so. So, go. Ganz ruhig. Meine Fresse. Panzertape. Das fliegt alles. Einmal mit Profis arbeiten, ja. Brauchst du vielleicht Klemmen, Dennis? Hm? Klemmen. Für den nee, dafür brauche ich keine Klemmen. Okay, dann. Das Brett fliegt dir weg oder so. Vielleicht mit jemandem zusammen machen, weil ich nicht. Ich kann jetzt nicht die Latte hier in der Mitte festspaxen. Aber Papa kann mir da bestimmt gleich einmal kurz zusammen gehen. Ich würde gerne einmal die Latte in der Mitte anschrauben. Das heißt, ich kippe das jetzt gleich zur Seite. Einer hält die Latte da fest und der andere schraubt die von der anderen Seite einmal rein. Doch mal erstmal hier mehr. Ja. Jetzt kannst du hier unten. Ich glaube, die liegt noch hier, aber sind auch in der Größe. Nee, ich hab, wir sind nur hinter der Tür gerade am Arbeiten. Kleinen Moment. Hier, die wären noch die größten, die ich hätte. Nee. Den Effekt hat er auch noch nicht gesehen, ne? Nee. Kannst auch als Jorisch einmal in die Hütte reingucken und hier das angucken, wie das aussieht. Ja, mach ich sofort. Aber da die Leute hier Da kommt ja noch eine Puppe oder was drauf. Deshalb hatte ich vorhin Löcher noch gemacht, dass wir jetzt irgendwas festmachen können. Und da gibt es auch kein Bewegungsmittel dran, sondern Knopf drücken. Das ist halt den Anfang, sobald man draufsteht. Okay, das geht doch. Klar, wenn nur während der Bewegung. Wenn das so schlecht statt geht, dann müssen wir die als Not einmal anschleifen.